Liebe Zuschauer, ja, heute wollen wir uns über deinen Freund und Helfer, die Polizei, unterhalten. Ich hoffe, dass die nachfolgenden Bilder eine unrühmliche Auswahl ist von Gegebenheiten, die sonst wirklich im minimierten Fall stattfinden. Wenn das nämlich der Fall wäre, würde ich sagen, deutlich, erhebt nicht die Hand gegen das Volk. Ne? Wir werden das gleich sehen und ich bin immer noch fassungslos, welche Bilder uns da erreicht haben. Bitte schaut euch selber an. Dann gehen wir jetzt zum Auto rüber. Ich bin sogar noch bei einem Wahnsinn. Wenn irgendwo in wirklich problematischen Stadtvierteln was los ist, rufen sie sich das EK oder die DSG 9 bei den Clans und hier führen sie sich auf. Also die älteren Kollegen oder die noch normal denken, erhebt nicht die Hand gegen das Volk, Freunde. Das geht schief. Es geht schief. Ich habe nichts getan. Ich meine, wenn ich mit, wie die sie aufführen, das ich ist nichts getan. Ihr seid von machtbesessenen Politikern, werdet ihr gesteuert. Lasst die Leute zufrieden. Es ist wirklich unsäglich, was hier abläuft. Da machen sie einen großen Max und stellen sich hin, einen älteren Herrn abzuführen. Das können sie woanders, wenn irgendwas los ist, da holen sie SEK oder die PSG 9. Unglaublich ist es. Schau mal, die persönlichen Sachen werden da durchsucht. Das ist ein Wahnsinn. Bin ich hier im Dritten Reich oder irgendwas? Es geht gleich weiter. Also ich bin da fassungslos. Ganz ehrlich, erhebt nicht die Hand gegen das eigene Volk. Ihr werdet von machtbesessenen Politikern, die ihre Macht missbrauchen, werdet ihr ausgenutzt. Es kann nicht sein, dass friedvolle Bürger behandelt werden wie Verbrecher und gleichzeitig lasst da alle anderen laufen. Und bitte, ich weiß, dass es viele, viele Kollegen gibt in der Polizei, die schütteln da bloß den Kopf, aber ihr müsst solche Leute zurückpfeifen. Das kann ja nicht der Fall sein, dass die auf normale Bürger losgehen. Schaut euch bitte die nächste Sequenz an. Wenn man andauernd belästigt wird, kann man sehr schön ausgehen. Ja, langsam, das Kind, langsam, das Kind. Das Kind hatte Hunger, der durfte nur essen, also... Weiß ich nicht, was das und wenn das andauernd geht, wenn sie weitermögen, ja, dann dürfen sie im öffentlichen Raum. Und sie sind in Prisonen im öffentlichen Raum. Dann können sie hier am öffentlichen Gericht werden. Jetzt haben wir zurück. Hallo, langsam bitte. Nimm mal das Kind, Tatjana. Schaut euch das bitte an, der Mann wird abgeführt. Da macht der einen großen Maxen. Kumpel, ich setz dir mal zwei gegenüber, ob du da auch einen großen Maxen machst. Wenn ich sowas sehe. Das kann doch nicht wahr sein. Deutschland, Dezember 2020, bin ich 33. Die regen sich über Belarus, über Weißrussland auf. Was ist denn hier in Deutschland los? Das ist Polizeigewalt. Also, das müssten, wenn Vorgesetzte das sehen, das könnt ihr doch nie mitmachen. Nochmal, von machtbesessenen Politikern gesteuert. Schaut mal, der Mann, der wenn die Taschen durchsucht, der wird wie ein Schwerverbrecher behandelt. Es ist Gewalt hier. Stellt euch vor, wenn ihr in der Stadt seid, irgendwo Brötchen oder ihr trinkt noch einen Tee oder irgendwas, die kommen, führen euch ab und da macht ihr einen großen Maxen. Ganz ehrlich, den möchte ich mal sehen, wenn er anderen gegenübersteht. Wahrscheinlich ruft er dann SEK, GSG 9. Mein lieber Scholino, also das ist Machtmissbrauch und ich will keinen Polizeistaat und da laufen wir hin. Also ich würde das Film einstellen, sonst stelle ich... Ach du, mit deinem Glück fürs Film des gesprochenen Wortes, das ist so ein... Genau. Ach, es stellt das Handy sicher. Freunde, das geht schief, wenn ihr die Hand gegen das Volk erhebt. Das kann ich nur immer wieder deutlich sagen. Bitte? Sie filmen auch. Sie filmen ja. Ja, also, liebe Zuhörer und Zuschauer, ich finde es ein Wahnsinn, was hier in Deutschland abgeht. Dezember 2020. Nochmal, ich hoffe, dass es die Ausnahme ist. Wenn das zum Regelfall wird, wird es in Deutschland krachen. Das Volk wird sich das nicht bieten lassen und mit Recht. Wir haben keinen Polizeistaat und nochmal, irgendwo anders, in Neukölln oder beziehungsweise wo sie die Riegauer Straße, Kreuzberg, geräumt haben, 1800 Polizisten für 50 Leute und hier beim normalen Bürger machen sie einen großen Maxen.
Liebe Freunde, teilt dieses Video, abonniert bitte unseren Kanal und unterstützt uns, dass wir weitermachen können. Aber wir laufen in eine Situation hinein, ich hätte es nie gedacht, dass wir Gefahr laufen, ein Polizeistaat zu werden. Und die Gefahr ist anhand dieser Bilder doch wohl offensichtlich. Ich sage danke fürs Zuhören, Peter Weber.